Hallo Leute und willkommen zu Skyrim. Wir sind immer noch dabei, die silberne Hand zu besiegen und schließen hier einfach mal diese Tür auf, weil wir nichts anderes zu tun haben. Weil nicht jeden Moment ein Feind um die Ecke kommen könnte, gucken wir einfach mal, was sich hier hinter verbirgt. Ey, das kann doch nicht so schwer sein, ja? So, jetzt. Geht doch. Ist hier jemand? Oh Gott, da ist jemand. Stirb. Stirb. Velki. Schön, dass du helfen willst, aber nicht dazwischen laufen, okay? Danke. So ist schön, so ist schön. So ist Teamwork. Wir haben hier also eine silberne Hand gefunden, die gar nichts mitbekommen hätte von den Kämpfen. Glaube ich. Die wäre dann nachher aufgewacht und alles wäre tot. Nur sie würde noch leben und dann würde sie Rache schmieden. Stahlbarren. Ja, warum nicht? Die sind irgendwas wert. Die sind ein bisschen was wert. Die können wir ja mitnehmen. Knoblauch. Knoblauch, sagte ich. Können wir ja auch machen. Ja, genau. Wir nehmen die Teller mit. Genau. Wir haben ja sonst nichts weiter zu tun. Aber warum war jetzt hier irgendwas Besonderes drin, ne? Bestelltisch, Beistelltisch. Biografie von Barrensia. Ach, nehmen wir es einfach mal. Leben. Ah, das ist eine Truhe. Habe ich da schon reingeguckt? Ich glaube nicht, oder? Nö. Essenz des Berserkers. Und Gold. Hat uns jetzt nicht mega viel gebracht, aber war jetzt auch nicht das Schlimmste, was wir tun konnten. Gut, weiter geht's. Es scheinen auch keine Feinde in der Nähe zu sein. Die hätten ja eigentlich diesen Mord hören müssen. Aber scheinbar nicht. Wir könnten übrigens auch mal schleichen. Da ist einer. Lass uns das Spielchen. Bitte schön, hier, nimm, friss mein Feuer. Es ist heiß. Hier ist ja immer noch einer. Wilki? Oh. Autsch. Ich glaube, das wird diesmal nichts werden. Das wird diesmal nichts. Kleidung, wo ist es denn? Mein Elfenschild, genau. Verdammt! Ich habe immer noch eine Weile ausgehalten durchs Blocken. Oh, und scheinbar zwei Dinge verbessert. Naja, Boethia ist der dädrische Prinz des Verrats, der Verschwörung und der heimtückischen Morde. Viele Dunkelelfen verehren ihn als ihren göttlichen Urahnen. Wer das Tragen schwerer Rüstungen trainiert, wird effektiver durch Eisen, Stahl, Zwergen, Ork, Ebenerz und Dedra-Rüstungen. Irgendwas. So, leise. Vielleicht können wir sie irgendwie in diesen Gang locken. Dann haben wir. Velki, lass ihn in den Gang kommen. Ich mache ihn als erstes fertig. Hier, komm, nimm das. Nimm! Du magst doch Feuer, du magst es, ich weiß es. Schön, Wilki. Ja, du hast schon wieder geschwächelt, ich weiß, aber das macht nichts, wenn mein starkes Feuer auf dich niederprasselt. Du musst das eben aushalten, ne? Wenn du mein Gefährte bist und immer in den Weg rennst. Aber wir haben das doch jetzt schon ganz gut geschafft. So. Wird doch hier schon ganz schön erfolgreich langsam. Der Regeneration, Altuwein, Eisenbahn können wir mitnehmen.
Können wir auch ein paar Eisendolche überhaupt wieder machen. So, in der Truhe haben wir was? Gold und Zaubertrank der Heilung. Oh, da ist schon der Pfeil. War das etwa schon die letzte Garnison? Nein, da ist eine Tür noch. Das heißt, jetzt kommt erst das richtige Duell. Gut, dann Hebel aktivieren. Wie wir wissen, kann ich das? Scheinbar ja doch nicht. Wenn ich dazu zwei Versuche brauche. Oh. Oh nein, wir sind jetzt erst in einem anderen Gebäude. Ist ja mehr als ätzend. Puh, das will ich jetzt aber noch schaffen. Also, das hier drinnen, in diesem Part am besten noch. Ich glaube, so lange spielen wir noch nicht. Ich habe nämlich wieder vergessen, die Stoppuhr zu stellen. Das ist ein Fluch. Das vergisst man andauernd. Ich weiß ja nicht, ob Let's Player unter euch sind, falls das hier jemand guckt. Dann könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze handelt. Wie ihr das macht, dass die Parts in einer bestimmten Länge sind, in etwa. Also bei mir soll das halt so zwischen 10 und 20 Minuten eigentlich liegen. Manchmal wird es halt mehr als 20 Minuten weniger, eigentlich selten. Und ich stelle mir dazu eben immer eine Stoppuhr, um zu gucken, wie lang geht der Part jetzt schon. Um mich da etwas dran orientieren zu können. Ich denke, also mir fällt keine andere Möglichkeit an, wie man es sonst machen sollte. Daher denke ich, dass ihr das auch so macht, oder? Einfach mal in die Kommentare schreiben. Gut, jetzt habe ich gelabert und gelabert, aber irgendwie will der Loading Screen nicht aufhören. Also kurz stoppen und dann bin ich gleich wieder da. Da bin ich wieder. Und jetzt könnte es ein wenig spannend werden. Okay, wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang. Okay, hier stehen ganz viele Fässer. Im Moment kann ich mich noch nicht wirklich daran erinnern, wo wir hier sind. Ganz viele Fässer nur. Bestimmt alle mit Wolfsblut. Oh. Schön, dass du ihn abgefangen hast. So, jetzt aber. Jetzt habe ich beidhändig. So, das war's. Haben wir gut hinbekommen. Oh. Ah, hier ist das Viech. Ah, okay. Na gut. Gold, Zaubertrank der Krankheitsheilung brauche ich nicht. Was haben wir denn hier? Ein totes Werwölfchen. Gucken wir doch mal, ob wir Werwolffell oder das Werwolfblut trinken können oder so. Nein, eigentlich wird da wahrscheinlich nichts weiter sein als Klamotten oder Fell oder sowas, oder? Zerschlissene Hose, genau. Sonst noch irgendwas hier drinne? Ich habe es auch nur aufgemacht, um ein bisschen Schlossknacken trainieren zu können. Okay, was sind das für Stiefel? Eisenstiefel, ganz normal, okay. Zaubertrank der geringen Ausdauer, der geringen Magika. Lederrüstungen. Eisenzweihänder, Eisenrüstung. Wow, ganz schön viel Eisenstiefel und so. Eisenschwert. Und halt ein Panzerhandschuh, Lederarmschienen, okay. Gut, dann speichern wir und gehen weiter und hoffen, dass wir jetzt langsam beim letzten Kampf angekommen sind. Holzhacken tun sie hier wahrscheinlich auch, so wie es aussieht. Gut, 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 gut. Ja, noch eine Tür. Speichern wir einfach nochmal, da müssen wir nicht immer so weit laufen. Und dann, Mensch, ich habe mich hier gerade an meinen ganzen Kabeln irgendwie verheddert. So. Wow. Oh oh. Habt ihr etwas gehört? Oh oh. Wilki, bleib hier. Stirb, 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 komm schon. Stirb du auch. Ja, den kriegen wir auch. Super. Waren da noch mehr? Wilki, hast du noch mehr gesehen? Entschuldigung, dass ich dich wieder angefackelt habe. Es passiert halt immer so im Eifer des Gefechts. Okay, durchsuchen.
Haben wir die schon? Oder ist das derselbe? Nein, Gold. Gut, leise. Weiter, 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 weiter. Aha. Es scheint hier immer noch nicht das Ende zu sein. Aber haben die hier alles voll mit Bier oder was soll das sein? Mhm, kleine Heilung. Die einsame Wache. Leichte Rüstung verbessert. Wuhu. 51. Beschädigtes Buch. Okay, okay. Und was haben wir hier? Der starken Magier. Magiker. Entschuldigung, etwas versprochen. Gut. Ist da jemand? Oh, fuck. Was? F5. Nicht wieder verheddern, nicht wieder verheddern. Jetzt. So, oh, die haben wir schon. Die haben wir schon, okay. Autsch! Von wem werde ich... Wilki, bist du verrückt? Wilkas, beruhig dich. Warum habe ich ihn zu oft angegriffen, oder wie? Okay, okay, okay. Heilung, ich hoffe, du bist wieder auf meiner Seite. Ist doch alles gut, ist doch alles wunderbar. Okay. Wir sind Freunde. Sind wir scheinbar nicht. Okay, dann muss ich auf jeden Fall gewappnet sein, falls er mich jetzt auch angreift. Wir kriegen das schon wieder hin, unsere Beziehung. Das wird alles wieder gut. Okay, er ist wieder auf meiner Seite, gut. Auf der rechten würde ich das gerne haben und dann halt den Elfenschwert hier. Gut, habt ihr geschafft, ja? Habt ihr doch gut gemacht, ihr beiden. Oder mehr Eddie. Nee, wie habe ich ihn genannt? Ach, verdammt. Ich habe den Namen vergessen. Wo ist denn der andere, den wir hier... Und Wilki, sag mir bitte vorher Bescheid, wenn du jetzt böse auf mich bist. Ja, wir können über alles reden. Du musst nicht immer so überreagieren und gleich gewalttätig werden. Das ist keine Lösung. Weißt du? Man kann doch über seine Probleme sprechen und dann kann man das ausdiskutieren. Wow, ein Werwolf, der mich dann bestimmt angreifen wird. Deswegen speichere ich hier mal. Und schließe dann auf. Nur um ein wenig Erfahrung noch zu sammeln. Probieren wir es so. Nein. Oh ja, hier. Hier ist die richtige Richtung. Ah, nicht ganz richtig gewesen. Ein kleines Stückchen noch. Gut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, es war vielleicht keine so gute Idee. Besiegt diesen Werwolf. Gut, so, und als nächstes Flammen. Wie wär's, wenn du dich einfach verwandelst? Huh. Zerstörung verbessert. Und du lebst auch noch. Supi. Hast du fein gemacht. Fein hast du das gemacht. Wer bist du? Du hast nichts mehr dabei. Was hast du so für mich? Irgendwas? Nein, nur eine Hose. Nur eine doofe Hose. Wilki, lebst du noch? Ja, alles dabei. Okay. War hier wenigstens irgendwas drin, oder war das Risiko, dass ich ein... Ich dachte schon, hier wäre mein Ziel drin versteckt. Warum füttern die dich? Oh, ein Pony. Pferdefleisch, okay. Schließen wir einfach mal auf. Immerhin haben wir... Im Moment haben wir noch ein paar Dietriche. so, dass wir uns das erlauben können, aber... Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal auch etwas
dazu kaufen, auch wenn wir im Moment unser ganzes Geld brauchen für Haut. Hops. Für die Waffen und Rüstungen und so. Speichern. Speichern, speichern, speichern. Oh oh. So, die können alle nicht so viel Magika vertragen. Es geht, man sieht Fortschritte. Gut, Wilkas, haben wir zusammen gut hinbekommen. Zu zweit geht das immer. Wenn der eine angreift und ihn auffällt und ich dann mit meiner Magika angreife, dann ist das alles durchaus machbar und sogar nützlich. Aber dann muss ich mir wirklich scheinbar einen Partner anschaffen. Denn sonst könnte es immer ein wenig knifflig werden. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das alleine machen müsste eigentlich. Uiuiui. Naja, eigentlich nicht. Ich krieg ja Wilkas immer mit. Oh, da ist einer. Da ist einer. Den kriegen wir aber mit dem Bogen. Und in den Rücken. Ist da jemand? Und nochmal. Ah, daneben. Nochmal daneben. Okay, Wilki, ich hoffe, du bist bereits hier. Ja, du kämpfst schon schön. Eieieiei. Okay. Das bringt nicht so viel. Habe ich genug Magika? Nein, habe ich nicht. Komm schon. Komm schon. Mann. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. So, bitte sehr. Oh. Wilki, haben wir? Puh. Wir haben scheinbar... Haben wir alle besiegt? Nein, haben wir nicht. Da ist immer noch einer. Aber ich muss mich erstmal erholen. Okay. Dann... Auf in den nächsten Kampf. Stirb einfach, komm, stirb. Sehr schön. Ich finde das cool, dass er so eine brennende Spur hinter sich herzieht. Aber wie lange soll das Ganze denn noch dauern hier? Ich muss doch den Part bestimmt schon wieder beenden längst, oder? So. Gut, dann steigen wir wieder auf Flammen um. Und die letzte Tür. Ich denke, das wird die letzte sein. Aber es geht nochmal ein Stückchen weiter. Also speichern wir. Ich weiß nicht, habe ich von Anfang an gestoppt oder nicht? Ich glaube nicht. Aber egal, dann wird das halt ein langer Part. Wir schaffen das jetzt auch noch. Aber auf meiner Stoppuhr sind jetzt 13:30. Aber keine Ahnung, ob ich von Anfang an gestoppt habe. Müsstet ihr sehen, wenn die Zeit des Videos mit der eben genannten Zeit übereinstimmt, dann sollte es ja passen. Ja, wie spät haben wir es denn überhaupt? Ah, doch so spät schon. Kurz vor 8 abends. Natürlich, morgens wäre ich noch nicht mal wach um die Uhrzeit. Obwohl ich kurz nach 8 in der Uni sein muss. Bin ich trotzdem um diese Uhrzeit selten wach. Außer ich gehe duschen, aber das verlege ich langsam auch wieder auf den Abend. Naja, erfahrt hier voll Geheimnisse aus meinem Privatleben. Oh Gott, voll gefährlich. Okay, der Loading Screen will nicht vorbeigehen, wir unterbrechen kurz.
Was? Ich sagte, wir sind wieder zurück. Hör doch mal zu, Wilkas. Okay, hier wird's jetzt bestimmt gefährlich. Ist da jemand? Oh ja, ich glaube, das wird gefährlich. Wilki, nicht da rein, stürm einfach. Fuck off, fuck off. Wilkas ist schon fertig, ne? Okay, dann nehmen wir Vulkan, Kriegsaxt und ach, mein Schild ist der Bekleidung. Ich glaube, ich habe keine Chance. Ja, selbst mit Schild keine Chance. Und scheint auch noch ein wenig Magika abzuziehen. Warum muss denn jetzt schon wieder so ein schwieriger Kampf kommen? Ich glaube, das verlegen wir doch auf den nächsten Part. Werde ich jetzt aber auch noch aufnehmen. Und der könnte dann unter Umständen etwas kürzer werden. Aber ich denke, ihr werdet damit leben können. Also bis dahin und tschüss!